Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe euch heute mitgebracht das kleine Handball von Grenzfersbruck. Der schwedische Hersteller mit 100-jähriger Erfahrung stellt mit einer der besten Äxte her. Was ihr mit dem Ball jetzt alles machen könnt, zeige ich euch jetzt im Video. Viel Spaß! Kommen wir zuerst zu den allgemeinen Informationen. Das Beil ist mit Stiel 24 cm lang und wiegt in der Lederscheide insgesamt 600 Gramm. Die Schneide ist 8 cm lang, hat einen konvexen Anschliff mit langer Schnitthaltigkeit und besitzt zusätzlich eine leichte Rundung. Wie ihr seht, hat das Beil einen mittelgroßen Bart am unteren Ende der Schneide. Die Schlagplatte ist nicht besonders groß, eignet sich aber trotzdem für kleine Hammerarbeiten. Die ausgeschmiedeten Ohren geben dem Stiel eine feste und haltbare Einfassung. Damit euch der Kopf nicht abhaut, ist er mit einem Eisen- und Holzkeil befestigt. Interessant ist auch, dass jede Axt neben dem Firmenlogo als Qualitätsgarantie die Initialen des Schmiedes trägt. Mein Beil zum Beispiel trägt MM für Matthias Mattsson. Wenn ihr wissen wollt, welcher Schmied eure Axt geschmiedet hat, guckt ihr unten in die Beschreibung, da habe ich euch eine Liste reingepackt. Kommen wir zu den verwendeten Materialien. Der Kopf des Beils ist aus handgeschmiedetem recyceltem Kohlenstoffstahl gefertigt und nicht rostfrei. Die Schärfe des Beils lässt keinen Platz für Handhabungsfehler. Die Schnitthaltigkeit ist, wie schon erwähnt, sehr gut. Durch den bis auf die Schneide unbehandelten Kopf des Beils habt ihr meiner Meinung nach eine schöne, urige Optik, weshalb ich Grenzfersäxte besonders mag. Ein starkes und flexibles Hickory-Holz machen den Stiel langlebiger und reduzieren somit den Verbrauch von Naturressourcen. Zu dem Beil kommt ein Scheidenschutz aus pflanzengegerbtem Leder, der sich gut am Gürtel befestigen lässt. Außerdem verhindert die Form ein Einschneiden in den Rucksack. Das Beil eignet sich gut für kleineres Holzspalten, aber auch für Schnitzarbeiten, wenn man das Beil näher am Kopf greift. Auch kleinere Baumstämme lassen sich damit durchtrennen. Das Beil liegt sehr gut in der Hand und dank der Verdickung am oberen Ende des Stiels sind über längeren Zeitraum präzisere Arbeiten angenehm. Durch die gute Befestigung und den Abgleitschutz am unteren Ende des Stiels fühlt man sich sicherer beim Arbeiten. Kommen wir zur Sicherheit und Wartung. Benutzt das Beil, wenn es geht, immer im Knien, nehmt euch auf Tour eine Staubinde mit, passt mit der Schlagplatte bei Metall auf wegen den Splittern. Wenn ihr euch mal beim Holzhacken rumbewegen wollt, die Schneide immer vom Körper weg, damit ihr nicht drauffallen könnt. Und benutzt euer Köpfchen. Bei der Wartung ist ganz einfach. Ich benutze immer ein bisschen Ballistol. Wenn ich unterwegs war, einfach draufschmieren und dann bleibt das Ganze auch rostfrei. Liebe Zuschauer, kommen wir zum Ende des Reviews. Von mir wieder ein kleines Fazit. Mir hat alles gut gefallen am Beil. Besonders anzumerken ist das Buch der Äxte, was dazu kommt. Darin findet ihr weitere Informationen zur Bedienung einer Axt und noch ein paar Details zur Firma. Den einzigen negativen Punkt, den ich habe, ist der hohe Anschaffungspreis. Mit über 80 Euro für so ein kleines Beil schon recht teuer. Ansonsten bin ich super zufrieden mit dem Beil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Like, lasst einen Kommentar oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.